Einfach mal so von außen, weil ich betitel meine Bilder ja auch nicht und ich habe auch keinen Text dazu geschrieben, nur eine kleine Überschrift, was jemand darunter sieht und was er empfindet. Einfach. Der die Arbeiten nicht kennt, mich nicht kennt, hat mich einfach interessiert, was jemand Fremdes zu den Arbeiten sagt. Ich war schon ein bisschen aufgeregt, weil ich habe ja über die Schulter geguckt, was sie sich angeguckt hat. Und das war schon ein komisches Gefühl. Ich wollte da gar nicht dabei sein eigentlich, aber dann habe ich das gesehen und habe immer geguckt, was sie sich anguckt, wie lange sie bei einem Bild bleibt, was sie sich da anguckt. Das war schon spannend, wie jemand das ganz neu rezipiert, der es noch nie gesehen hat. Are the colors as harsh as they seem? Yes. Okay. Mm-hmm. It's neon. Es ist sehr gefühlte Sachen ganz oft, also sind irgendwelche Stimmungen, die ich ausdrücke, würde ich sagen. Oft ist es auch so ein fotografisches Gedächtnis oder fotografischen Blick, den ich auf die Welt habe und dann kommt so eins zum anderen. Aber die Kunst entsteht von sich aus, die hat so ein Eigenleben. Ne? Ich gehe mit einer Idee rein und dann plötzlich entwickelt die so ein Eigenleben. Ich finde, sie bewertet ja nicht toll oder nicht toll, das macht sie ja gar nicht. Sie beschreibt ja eigentlich ziemlich, zieht Vergleiche und da habe ich jetzt noch nichts Negatives. Für mich jetzt erstmal so einen Schlag in den Nacken habe ich nicht gemerkt, bis jetzt, beim ersten Lesen. Lest sie natürlich noch ein paar Mal, die Kritik. Ja.